Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallo. Die Story beginnt sehr... Ah, guck mal, ich kann Hallo sagen. Ach nee, Heavy ist ja aus seinem Haus rausgekommen. Der ist eine geile Maus drin. Hä, wieso, wie kommt ihr da raus? Hä, bei mir geht's nicht. Ich bin in einem Haus mit so einem blonden Typen hier. Ich bin mit Sophie hier. Auf jeden Fall, Leute, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Ich würde mich freuen, denn heute spielen wir den neuen Teil von Camping. Camping war das allererste Horror-Roblox-Spiel, was wir zusammen gespielt haben. Ihr kennt alle. Etwas ist in unserem Briefkasten. Oh, hallo Bensenheimer. Ich möchte dir zum einen Dinner einladen. Ich werde ein Dinner... Lecker. Okay, das Event wird in der Villa sein um 8 Uhr. Ich hoffe, ich sehe dich da, Jack Logan. Yay. Jack Logan klingt halt schon so irgendwie nach einem Gauner, ey. Hallo, Ben. Hi, Bro. Hallo. Ich komme nicht rüber. Oh Gott, hab ich Angst bekommen. Hier ist einer bei mir. Hallo. Okay. Hi. Also wir müssen zu der Villa. Wo ist die Villa? Wahrscheinlich da hinten. Aber gleich wird hier erst noch was passieren. Lass uns mal ins Haus gehen. Können wir noch mal ins Haus? Ja. Komm, lass uns den Fernseher schauen. Ein Auto haben wir hier. Das müssen wir bestimmt benutzen dann gleich. Du kannst dich aber, glaube ich, noch nicht reinsetzen. Ne? Nee. Aber hier kann man auch noch nicht rein. Hä, da kann nur eine Person sitzen. Wir wohnen zu zweit hier. Ja, da hat einer Muss ich dann rennen? Da hat einer wohl verkackt, glaube ich. Oh. Ich warte dann schon mal hier, damit ich nicht rennen muss. Es wird Nacht. Wir gehen erst mal... Hä, aber wir gehen doch nicht schlafen. Wir müssen doch um 8 zu der Villa. Oder ist es gleich morgen? Am nächsten Tag? Oh. Nee, jetzt ist es um 8. Jetzt ist Abend. Oh, was ist denn hier? Breaking News. Oh, da war ein Notfall. Okay, auf jeden Fall. Wir müssen zur Garage mit dem Auto. Hey! Oh, die ist fast weggefahren. Die ist fast hier weggefahren, die Gaunerin, ne? Mann, hier die Tür. Jetzt. Okay. Auf, los. Oh, so eine, die öffnet sich nach unten. Das ist ja übelst Luxus. Los, fahr, Sophie, gib Stoff. Oh, ich habe die schlechteste Fahrerin der Welt. Hallo. Die hat euch so vorgelassen. Das ist aber lieb. Los, Sophie, gib Stoff, Alter. Let's go. Wir sind die Letzten. Ich will ja nicht sterben. Das ist ein Horrorspiel, Alter. Kann ich aussteigen und bei dir einsteigen? Hier ist noch ein Platz frei, glaube ich. Sophie! Warum ist sie stehen geblieben? Ja, beide ist auch stehen geblieben, mein Vater. Hier ist so ein Parcours. Anna, ich kann nicht aussteigen, ich wollte gerade aussteigen. Oh, Sophie, nicht crashen, du bist verrückt. Die ist da besoffen, so wie die fährt. Hä, meiner fährt richtig gut. Oh, guck mal, wir sind gleich da. Hä? Das ist eine Baustelle. Oh. Ben. Oh, Sophie wird euch, glaube ich, umbringen. Oh. Nein! Er ist einfach durchgefahren. Es fährt Sophie durch. Oh, Sophie, Profi, hat's geschafft. Habt ihr Damage bekommen? Schaden? Ja. Hör, was ist da am Rand? Hab ich auch gerade gesehen. Oh Gott, das war der Unfall, den wir gerade im Fernsehen gesehen haben, glaube ich. Alter, meiner hat gerade diese anderen Typen angefahren. Ja, ich habe keinen Schaden bekommen. Sophie hat das eins da gemacht. Mann, warum ist meiner so? Er ist einfach direkt durchgebrettert. Ja, es hat ihn gar nicht interessiert. Der Fahrer hat keinen Bock mehr. Nein, hallo! Hey, er hat mir gerade eine Freundschaftsanfrage geschickt. Mann, fahr doch weiter, eine Freundschaftsanfrage zu schicken. Jetzt ist stehen geblieben. Was macht er jetzt? Oh nein, ey, wenn wir jetzt sterben wegen dem. Oh, okay, fährt weiter. Ich glaube, er wollte gucken, ob ich ihn angenommen habe. Oh, ich bin da. Ben, ich glaube, wir fahren zurück. Hä, warum? Hä, ist der Typ dumm? Der ist runtergefahren, statt da hinter euch her. Oh, die haben alle, oh, diese Villa ist groß. Die haben alle Schaden, ey, nur ich nicht, ha? Ich raff echt nicht, was der macht. Das Event startet jetzt, steht hier, wo ihr müsst euch ballen. Hör, wir fahren jetzt über irgendeine Brücke. Die Brücke ist doch richtig, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist der andere Weg. Nein, das ist falsch. Hör mal, ich kann dich abholen. Nee, du kannst ja nicht aussteigen, ne? Nee, wir sind jetzt wieder dort, wo der Unfall war. Oh, hä? Dann fahrt ihr auf jeden Fall zurück. Ja, wir fahren im Kreis. Jetzt fährt er wieder durch den Tunnel. Es ist Zeit, die Villa zu betreten. Oh mein Gott. Ich bin immer noch unterwegs. Huh? Oh, hier ist er. Ja, ich wurde teleportiert. Ich setze mich mal lieber... Oh, nicht, jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Oh, der sieht gefährlich aus, Leute. Schaut ihn euch mal an. Komm mal rein in die gute Stube, Evo. Ich dachte, ich wurde zu euch teleportiert. Du bist tot? Ja. Kannst dich wiederbeleben? Nein, ich wurde einfach in die Lobby teleportiert. Oh Mann, das heißt, wenn man tot ist, ist man tot? Ja. Wie viel sind wir noch? Hier stehen noch 3. Wir sind nur noch zu dritt. Alter. Wir haben es alle nicht geschafft, ne? Dahin zu fahren. Doch, weiß nicht, auf jeden Fall sind wir nur zu dritt. Mann, ich hätte fahren sollen. Warum war der so schnell im Auto? Okay, der Gastgeber schien ziemlich... Der schien ein bisschen enttäuscht zu sein, dass nur 2 Leute gekommen sind. Oh Mann. Geht's dir okay?
Okay, er braucht einen neuen Plan. Für was braucht er einen Plan? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Oh! Hä? Der hat den Killermaske auf. Ich glaube, wir müssen jetzt wegrennen. Oh, 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 oh. Wir müssen ihren Platz... Oh mein Gott, Alter. Ah. Was ist? Nice, er rennt ihm hinterher. Oh mein Gott, er sticht. Ey, der hat auch eine Knarre, Alter. Was jetzt? Oh. Ben, der will nur spielen. Der hat ein Messer und eine Knarre. Ich verstecke mich hier dahinter der Uhr. Keiner sieht mich. Der ist ja komplett abgegangen, Alter. Das kannst du aber laut sagen, Kürbiskopf. Okay, hier muss es einen Geheimgang geben. Ich hoffe, hier gibt es einen Geheimgang. Wir sollten hier stehen bleiben, bis sich alles beruhigt hat und wir einen Plan haben zu entkommen. Ja, du bist... Wo ist Kürbiskopf hin? Oh nein, ist der gestorben? Nee, er ist noch da, glaube ich. Okay. Oh nein, nicht jetzt der Einzige, der noch lebt. Kürbiskopf, hallo? Ah! Mhm. Oh, da kam gerade eine Musik, ich hatte Angst. Er schlägt sich durch die Tür, Alter. Oh! Ach, hier ist er. Der hat es schon gefunden gehabt vorher. Oh mein Gott, jetzt sind wir hier in seinem Geheimversteck. Da sind Masken. Okay, okay, okay. Was ist das für ein Platz? Schraubenschlüssel hier, Schraubendreher, Hammer. Das ist, weiß ich nicht, was das ist. Ein Sarg! Okay. Okay, was machen wir jetzt? Was ist unsere Aufgabe? Hier irgendwie eine Waffe basteln aus den Dingern? Oder wir brauchen eine Waffe, Alter. Wie sollen wir den sonst fertig machen? Der Typ hat ein Gewehr und ein Messer und ist absolut gestört. Boah, Mann, warum können die nicht einmal nett sein, wenn man zum Essen eingeladen das ist wird? Echt so. Immer passiert so etwas. Auch als wir zu einer Party eingeladen worden sind. Du musst der Villa entkommen. Ja, sag bloß, Alter. Das ist jetzt hier nicht unbedingt ein neuer Hinweis, sag ich mal. Aber Extreme O11, du scheinst dich auszukennen. Wie geht's weiter? Nee? Hier ist ein Geist, ey! Hier ist ein Geist gerade aus dem Sarg gekommen. Ihr könnt nicht hier sein, geht weg. Ja, Alter, wir können nicht weg. Wow! Kann man sich hier retten davor? Nein. Muss man hier runter? Ich bin hier runtergefallen. Ich glaube nicht, dass ich hier runter muss. Ehrlich gesagt. Oh, oh. Oh, oh. Okay, da oben ist jetzt zu. Es schließt sich wieder. Okay, ein Dungeon unter dem Gefängnis. Unter dem Gefängnis, sag ich schon. Unter der Villa. Ja, Mann, ich bin hier, aber wo ist Extreme? Oh, der ist nicht runtergefallen. Okay, wir müssen da jetzt durch. Vielleicht führt es uns nach... Vielleicht hat uns der Geist ja geholfen. Lass mal ausprobieren. Ja, dazu müsste jetzt hier langsam mal... Ah, okay, let's go. Okay, das sieht sehr schwer aus, Evo. Ich sag's ja so, wie es ist. Oh Mann, viel Erfolg. Hulululululululul. Okay. Nächste, das sind so Feuer. Ich beschreibe, das sind so Feuerstrahlen, die immer von links und rechts kommen. Und man muss so timen und im richtigen Moment durchlaufen, weißt du? Drei Stück. Hammer. Jetzt kommt der vierte. Hammer. Jetzt muss ich über so Stacheln springen. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt Stacheln und Feuer. Boah. Hab ich alles. Und jetzt können wir eine Leiter hoch. Nee, noch nicht, ist eine unsichtbare Wand. Ich war zu schnell. Ich war zu gut. Ja. Okay, lass nach außen gehen. Ja, ja, genau, das hatte ich vor. Oh, ich glaube, da geht's wirklich nach außen sogar. Oder? Was ist denn das da? Ach nee, das ist ein Raum. Oh, oh Gott, wo bin ich denn hier? Wer ist das? Ist das Extremo? Was macht der da, Alter? Wie ist der da hingekommen? Hat sich durchgehängt. Hey, nein, ich weiß nicht, aber er safe ist. Er ist das Einzige, der noch lebt. Ich hat sich echt da hingehackt. Wie hat er es geschafft? Mensch. Ich habe ihn nicht im Dungeon gesehen. Spinnen. Ich vermute mal, ich darf die nicht berühren, oder? Ich vermute auch mal. Also, die bringen dich bestimmt um. Oh! Oh! Na, ja, Schaden machen sie mir. Achso, ich komme hier nicht raus. Ich muss in den Raum überleben mit den ganzen Spinnen. Okay, ist aber easy. Kriegen wir hin. Ich wurde erst einmal getroffen. Ich bin noch der Spinnenflüsterer. Okay, jetzt kann man raus. Ich wurde nur einmal getroffen. Ha! Hä, aber wo ist denn jetzt Extreme? Ah, da! Hä, der hat sich komplett rumgebackt, glaube ich. Hä? Keine Ahnung. Oh mein Gott, Zack hat das diese Vordertür hat er zu verbarrikadiert. Das kommen wir da nicht mehr raus. Oh nein. Ja, wir bräuchten jetzt den Hammer aus diesem einen Raum, wo wir waren, aber den kriegen wir wahrscheinlich ja nicht. Oh. Okay, dann lass nach oben gehen. Ja, Extremo, sehr schön, dass du winkst. Ey, locker ist er. Ist er der? Nee, wir wissen ja, wer der andere ist. Die waren ja gleichzeitig im Raum, er kann das ja nicht sein. Na, alles gut.
Es muss einen anderen Weg geben. Ja, okay, let's go. Eine neue Tür. Die hat sich hinter uns von selbst zugemacht. Noch eine Tür. Eine Bibliothek. Hier könnte Zack sich verstecken. Oh! Oh Gott, ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. Okay. Er hat tatsächlich uns abgeshootet. Oh Gott, jetzt bin ich hinter ihm. Achso, oh, ich dachte, ich kann ihn von hinten in den Rücken boxen oder so. Okay, müssen wir jetzt hier einfach überleben oder wie? Oder gibt es hier einen Geheimgang? Hm. Locker sind wir falsch gelaufen. So wie ich falsch gefahren bin mit meinem Mate. Das Problem ist, wir kommen jetzt nicht mehr dem vorbei, glaube ich. Ich bin halt low, ich habe nicht mehr so viel Energie. Aber ich glaube, wir müssen einen anderen Weg gehen. Ah, oh, nein, ey, wie kommen wir jetzt hier raus? Kann ich den locken? Ich will halt auch keinen Schaden kriegen. Extreme, oh, du hast mehr AP als ich. Geh mal vor. Okay, er läuft da jetzt im Kreis. Und hier ist ein neuer Weg auf. Okay, ich bin an ihm vorbei. Okay, mit einem HP. Mit einem HP, Bro. Ich bin draußen. Ja. Jawohl, Alter, mit einem HP überlebt. GG. Also ich hoffe, ich habe überlebt, weil jetzt ist der Bildschirm ist schwarz. Oh, ich chill wieder zu Hause. Ja, hey, habe ich nicht die Polizei gerufen oder so? Was passiert jetzt, Leute? Oh mein Gott, der ist mir ein bisschen nach Hause gefolgt. Oh nein. Ja, der wollte sicher nur Hallo sagen. Deswegen hatte der auch eine Maske auf. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Abonnier auch den Kanal kostenlos, das wäre auch nice. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Tschüss.